Namaste und herzlich willkommen zu Tune & Frequency. Mein Name ist Gina Joan und dies ist ein Reading für dich, wenn du dich als Skorpion bezeichnest, wenn deine Sonne, dein Aszendent oder auch dein Mond im Zeichen des Skorpions steht. Okay, dann wollen wir mal schauen, was die Karten sagen für dich. Du scheinst zurzeit ein bisschen unschlüssig zu sein. Ich spüre ganz viel. Ja, nein, vielleicht. Okay. Okay. Wir haben Heritage, deine Vorfahren, Ascension, Auffahrt, Aufkehrung die Hingabe in Reverse. Also irgendwo scheinst du dich gerade zur Wehr zu setzen. Aber fangen wir erstmal mit Heritage an. Also deine Herkunft ist gerade etwas, mit dem du dich auseinandersetzen sollst. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft ich dieses Symbol derzeit sehe, diese Spirale. Also wenn wir von Synchronizitäten sprechen, also diese Spirale sucht mich wirklich gerade heim. Und also ich möchte dir einmal sagen, wie meine Weltanschauung ist. Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen weit herholt, aber mir scheint es einfach gerade sehr, sehr wichtig zu sein. In der Welt, wir sprechen immer vom Urknall, ne, dass sich sozusagen etwas ausbreitet, diese Materie. Und wenn wir sozusagen diesen Urknall auch als Erwachen des Bewusstseins nehmen, das sozusagen im Kern das Bewusstsein war, und es sich über sich selbst bewusst geworden ist. Und dieses Bewusstsein wollte sich nun selbst kennenlernen. Und was musste es tun? Es musste sich selbst reproduzieren. Und an den Punkten, wo das Bewusstsein sozusagen auf sich selbst getroffen ist, wo es Überschneidungen gab, da konnte es sich kennenlernen. Und da gab es dann aber immer wieder Punkte, an die es nicht rankam, die also im Verborgenen lagen, und deswegen hat es das immer wieder reproduziert und immer wieder weitergemacht. Also ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie die Zellteilung, und ich finde da auch immer die Blume des Lebens einfach sehr, sehr inspirierend, weil es wirklich wie das Leben, es zieht sich auch durch so viele Elemente und Lebewesen durch, wo wir diese Blume des Lebens wiederfinden. Und diese Expansion, die dadurch entsteht, ja, führt auch zu sozusagen einer Weiterentwicklung. Und mit dieser Weiterentwicklung entsteht auch eine sogenannte, also ein genannter hermeneutischer Zirkel. Entschuldigung, wenn ich jetzt wirklich ausschweife, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass dies gerade sehr, sehr wichtig ist. Denn wenn du dir vorstellst, dass ein Mensch ins Leben kommt und er oder sie versteht das Leben auf eine Art und Weise, dann wiederum bringt dieser Mensch einen anderen Menschen ins Leben, ja? Also Kinder. Ja? Dann sind wir wieder bei Heritage, also die Vorfahren. Und dieses Kind bringt neues Wissen. Ja? Es hat eine Art Upgrade erfahren, und mit diesem Upgrade kommt es auf die Welt. Und jetzt kommt diese Überschneidung zustande, ja? Das, was das Kind mit sich bringt, das, was die Person vorher hatte, und es gibt Überschneidungen, und all das, was sozusagen sich nicht überschneidet, das führt auch zu einer gewissen Resistance, ja, zu einem gewissen Widerstand. Ja. Das ist die Rebellion des Kindes beispielsweise, das sind dann auch die Grenzen der Eltern, und all dies führt aber dazu, dass wir uns weiterentwickeln. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, den wir nicht auch vergessen oder vernachlässigen dürfen, weil wir in der deutschen Gesellschaft auch immer mehr wegkommen von diesem
über diverse Generationen sozusagen zu leben oder dass alle Generationen in einem Haus leben, Mutter, Vater, Kind und Oma. Oma, Großeltern, Entschuldigung, ich habe nur noch Omas gehabt zum Letzt, deswegen war ich bei den Omas hängen geblieben, aber genau, Großeltern an sich. Und wir haben aber auch das Geschenk, dass wir über unsere Vorfahren, also die Menschen, die vor uns gelebt haben, dass sie mit ihrem Erbe, aber auch, und jetzt Erbe nicht in Bezug auf materielle Dinge gesehen, sondern auch über Emotionen, Gefühle, dass das sich auch auf dich auswirkt, ja, ausgewirkt hat und auswirkt und auch wird weiterhin tun wird mit dem, was sie einfach auch erlebt haben, ja, sei es jetzt beispielsweise alte Traumata. Und das ist an dir aufzuarbeiten. Entschuldigung, Skorpion, wenn ich dir da so einen Berg auftische, aber du hast die Möglichkeit und du hast auch die Aufgabe, das Ganze ein wenig Licht reinzubringen. Wenn ich diese Karte sehe, dann denke ich auch immer wieder an von der dreidimensionalen Welt in die fünfdimensionale Welt. Das heißt, also auch hier hilfst du dabei, diese Expansion nicht nur in Bezug auf dieses irdische Leben zu führen und eben durch den Einfluss der unserer Vorfahren durch diese spirituelle Ebene, sondern dass du auch sozusagen auf überdimensionale Art und Weise, und hier finde ich, ist es auch sehr, sehr schön weitergeführt. Habe ich dir nicht gesagt, ich werde verfolgt von der Spirale? Mal gucken, ob wir das hinbekommen, dass die hier rein sind. Aber vielleicht siehst du das und erkennst es, dass sich auch in diesen Sternen eine Spirale befindet, ja? Also in den Sternen gehen die Kreise weiter, ziehen sich die Kreise weiter und niemand von uns hat auch nur annähernd eine Auffassungsmöglichkeit oder Vorstellungsmöglichkeit von dem, wie groß das Universum wirklich ist, ja? Und wie groß die Galaxien in unseren Universen sind. Und ja, du scheinst gerade so durchgehen glauben zu wollen und dich nicht dem hingeben zu wollen. Also, es tut mir leid, wenn ich dir gerade eine Backpfeife versetzen muss, aber das ist scheinbar das, was du gerade brauchst. Und wenn dir das Thema ein bisschen Angst einflößt oder wenn du da nicht genau weißt, wie du da vorgehen kannst, dann melde dich gerne bei mir und ich unterstütze dich sehr, sehr gerne dabei mit dem, was ich kann, mit meinen Fähigkeiten, die mit Sicherheit auch in irgendeiner Weise limitiert sind, aber ich kenne auch viele andere Menschen mit vielen anderen Fähigkeiten und ich bin niemand, der, blockt, sondern ich freue mich da einfach auch, Menschen da einfach weiterzuleiten. An Menschen, die das, ja, wo es einfach matcht und wo ich einfach merke, so, okay, das braucht es gerade, ja. Und wenn es eben noch mehr mediale Arbeit braucht, dann sollst du das bekommen. Also, ich freue mich, von dir zu hören. Lass mir gerne ein Like da oder einen Kommentar und ja, lass es mich wissen, ob es mit dir resoniert hat oder ob du sagst, so nee, also das hat leider gar nichts gerade mit mir zu tun. Es würde mich wirklich sehr interessieren und ich freue mich von dir zu hören und kann nur sagen, stay tuned and see you soon.